Und hast du gut geschlafen? Hast du was geträumt? Vergessen. Vergessen. Nicht schlimm. Schmeckt dir dein Porridge? Ich habe aber was angedenkt. Das ist gut genug. Ich habe gebadet mit dir und deine Hexe hat durch den Badefenster rausgeguckt. Hm? Ich habe gebadet mit dir und dann hat eine Hexe rausgeguckt durch den Fenster. Oh, ist echt gruselig. Hey, good morning, friends. Ich war gerade beim Frauenarzt und das ist auch voraussichtlich mein letzter, also das war jetzt mein letzter Frauenarzt vor der Geburt, also vor ET. Das war so komisch irgendwie. Ja, die haben sich so schon von einem verabschiedet, so ja, viel Glück bei der Geburt. Warum muss ich jetzt heulen? Richtig random. Auf jeden Fall finde ich es richtig krass, dass die Geburt jetzt einfach schon so davor bevorsteht. Und ja, genau. Sehr gut. Ich fange den Vlog mit Heulen an. Es wird super. Auf jeden Fall haben wir nochmal ein CTG gemacht, nochmal alles untersucht und sie ist auf jeden Fall um einiges gewachsen. Sie ist aber leichter als Eliana. Geschätzt zumindest ist sie leichter als Eliana damals. Aber es fühlt sich für mich ehrlich gesagt auch so an. Also, ja. Aber irgendwie so krass. Genau. Ich gehe jetzt mal nach Hause. So, haben wir heute Vegan Carnitas machen. Hot Pulled Mushroom Tacos. Hört sich nice an. Ja. Ich schnell Lori immer hinten in die Trage, wenn ich hier Mittagessen mache. Heute gibt es Vegan Carnitas Hot Pulled Mushroom Tacos. HelloFresh war echt die beste Entscheidung für mich persönlich, weil ich habe gemerkt, seitdem Lorena auf der Welt ist, probieren jetzt einfach mal HelloFresh aus, weil keine Lust mehr einkaufen zu gehen. Sorry, keine Zeit. Zweitens, ich weiß einfach auch nicht, was ich kochen soll. Und deswegen war es voll gut, einfach HelloFresh nach Hause geschickt bekommen und man muss gar nicht mehr überlegen, was koche ich heute? Und das ist echt mega entspannt. Kann ich euch wirklich nur empfehlen. Vor allem auch alle Muddis da draußen. Ihr habt eine abwechslungsreiche Ernährung, ohne euch groß anstrengen zu müssen. Ich verlinke euch hier unten mal einen Gutscheincode. Mit dem Gutscheincode UNCUT sparst du dir nämlich bis zu 90 Euro auf deine 4 Boxen. Und was ich vergessen habe zu erwähnen, kostenloser Versand auf die erste Box kommt nochmal on top. Falls ihr HelloFresh noch nicht kennt, aber ich glaube, ihr kennt das safe. Probiert es auf jeden Fall aus. Also wir sind Riesenfans und es schmeckt immer richtig gut. Und die Zutaten kamen immer mega frisch an, schmecken richtig gut, immer gute Qualität. Also kann ich euch wirklich nur empfehlen. Schaut mal, hier sind übrigens unsere Solarplatten.
Die werden gerade an unser Dach angebracht. Ja, auf jeden Fall, ich weiß nicht, ob ich sie spüre zwischen meinem Becken. Ich spüre es schon, wenn sie es ist. Also man spürt es. Also ich spüre schon, dass da was ist, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es der Kopf ist. Also ich habe richtig ihr Kopf gespürt. Ich dachte so, die kommt jetzt gleich raus. Ja, aber die hat auch gesagt, dass sie halt schon da bereit liegt im Becken. Mhm. Sie ist aber leichter als Eliana damals. Weiß nicht, sie hat sie über 3 Kilo geschätzt. Sie hat sie etwas über 3 Kilo geschätzt, aber jetzt nicht genau gesagt, weil sie jetzt auch nicht genau sagen kann. Ich frage mich eh, wie die das ausmessen. Ja, das frage ich auch. 3 Kilo, hat sie schon. Ja, also etwas über 3 Kilo, aber... Habe ich es weiter reingestopft. Aber die hat auf jeden Fall gesagt, dass sie halt, also die Lungenreife ist abgeschlossen. Nein, das geht schon dran. Das muss sie selber wieder auspusten. Ja. Jetzt hat sie den Popel einmal reingesteckt. Man steckt halt raus, das musst du... Nee, nicht. Nee, die soll einfach machen. Ja. Oh. Ja. Man, das kriegst du so nicht raus. Ja, auf jeden Fall. Okay. Gib! Du warst schwer! Du warst über 4 Kilo! Du bist das Weite von Anna. Schwer, Baby. Ich finde, man merkt aber auch, dass sie nicht so schwer ist. Aber die hat gesagt, ja, die Lungenreife ist abgeschlossen. Kann jederzeit rauskommen. Ach krass, erst so spät. Nee, also ich glaube, es war einfach nur so ein Fact. Also, ich glaube, ab der 37. Woche ist die Lungenreife abgeschlossen. Genau, weil die John und Leo kamen in der 36. Ja, also nee, sie hat irgendwie gesagt, ja, ich kann halt einfach nicht zeigen, was jetzt. Winken! Wink mal! Wie macht der Löwe? Wie macht der Löwe? Wie macht der Löwe? Keine Lust. Die macht es nicht auf Command. Die steht zur Kamera. Nee, sie sagt die ganze Zeit, Eliana. Ja. Eliana. Voll das komplizierte Wort direkt. Hey. Sie waren Eliana. Wo ist der Eliana? Ich will die Kamera. Na, kitzelig? Alisa bekommt schon Muskelkater danach, aber so bei Bocke, es geht nichts mehr. Lieber nicht mehr. Mamas Thai-Massage-Experience. Ja, wir hatten, also ist es normal, nachdem wir nämlich bei der Thai-Massage waren, hat unser Körper erstmal voll lange wehgetan. Und die meinte schon, ja, wir werden Muskelkater haben, aber es waren 2 Wochen Schmerzen. Also eine Massage soll ja gut tun. Also auf den Philippinen zum Beispiel, danach denkst du dir so, ich will nochmal eine. Ja. Und da war es so, ich will erstmal keine. Ja. Aber ich finde es voll krass, da geht ja wirklich voll viele, also bei uns im Dorf ist der full, da ist so viel los. Das ist richtig so ein- und ausgehen. Dieses Wochenende war übrigens Coachella. Beziehungsweise, das ist jetzt das erste Wochenende, ne? Nächste Woche ist nochmal. Ja. Und es ist so komisch, diese ganzen Stories und Videos zu sehen. Also, und nicht dabei zu sein. Ich muss sagen, ich hatte eigentlich die ganze Zeit gar kein FOMO. Bis Yannick. Spaß. Okay. Ich hatte die ganze Zeit gar kein FOMO, weil ich irgendwie selber schon gedacht habe, ich fand die Acts, jetzt waren so cool, aber man muss die jetzt nicht gesehen haben. Außer Rosalía wäre die einzige gewesen, die ich sehen wollte. Aber nachdem ich die ganzen Videos gesehen habe von ihrem Auftritt, dachte ich so, oh, ich hätte es gerne live gesehen. Ja. Ich habe auch direkt geguckt, Rosalía Tour. Ich will die mal live sehen, weil ich glaube, die ist richtig gut. Die ist auch gerade auf Tour. Auf jeden Fall, das ist so komisch, weil wir ja eigentlich 4 Jahre in Folge immer auf Coachella waren. Außer jetzt die 2 Corona-Jahre, aber da war ja niemand. Und das ist so komisch, weil wir haben auch festgestellt,
voll viele, die normalerweise auch immer aufs Coachella gehen, gehen dieses Jahr auch nicht. Also es war weird. Aber ja, also Yannick hatte richtig krass FOMO. Der hat gestern den ganzen, also seine Story bestand eigentlich aus FOMO. Aber voll krass, das mit Frank Ocean. Ja. Weil ich glaube, der Frank Ocean hat anscheinend, also ist erstmal eine Stunde zu spät gekommen und hat anscheinend nur 90 Minuten gespielt. So, die Harzis gehen mal raus. Ma, hast du das von mir geklaut? Nein, weil Katharina war das. Ja, auf jeden Fall, genau. Eigentlich wollten Kat und ich heute unsere neue Podcast-Folge aufnehmen. Aber aufgrund der Baustelle bei mir zu Hause, also es wurde halt gebohrt und gehämmert und keine Ahnung was, wegen der Photovoltaikanlage, die auf mein Dach angebracht wird, haben wir gedacht, verschieben wir unseren Podcast-Dreh, weil wegen Geräusch einfach, Hintergrundgeräusch. Ja, wir gehen jetzt auf jeden Fall alle zusammen ins Möbelzentrum Pforzheim, gell? Kat sucht nämlich nach Outdoor-Möbeln, ne? Eigentlich ist es so dumm, dass du Outdoor-Möbel kaufst kurz vor Sommer. Du hättest schon letzten Winter kaufen müssen, wo es alles reduziert war. Auf jeden Fall braucht die alte Outdoor-Möbel. Weil jetzt im neuen Haus, also die haben eigentlich Outdoor-Möbel. Schaut mal kurz. Warum wollt ihr die nicht mehr? Die wollen noch in der Whirlpool-Seite. Achso, weil ihr auf der anderen Seite zusätzlich ja. Auto. Okay. Ja, genau, deswegen schauen wir uns mal an, ne? Da liegt ein Hund. Guck mal. Ein Handstuhl. Ja, du meinst eine Schulhand. Nein, also Eliana kann besser Deutsch als du. Also wir sind mittlerweile nicht mehr bei Outdoor-Möbeln. Oh, wie cool. Lorena ist cool. Ey, das ist echt geil. Hä, sowas würde doch voll gut bei euch im Schlafzimmer passen. Ja, eigentlich schon, nur ich habe halt Angst, dass... Katzen. Aber ist schon geil. Bei so vielen Möbeln denke ich mir so, auch voll geil, aber wegen Katzen. Ich finde es so faszinierend, wenn man so gammelig angezogen ist. Man wird gar nicht so ernst genommen. Weil wir merken schon so den Vibe. So, sie traut uns nicht zu, dass wir hier irgendwas kaufen. Also die Mitarbeiter hier. Ja? So, jetzt gehen wir mal raus. So, Outdoor-Saison ist eröffnet. Also gibt's schon nice Sachen. Nein. Richtig krasse Aussicht hier, ne? Crazy. Die sehen auch fancy aus. Fancy aus? Boah, Schaukelstuhl ist halt auch geil, ne? Wir sind jetzt zusammen essen. Und zwar habe ich jetzt hier meine Vorspeise bekommen. Eine geröstete Tomatencremesuppe. So, dann guten Appetit. Ja, danke. Hauptspeise Spaghetti Carbonara. Und Kat hat Spaghetti mit Bärlauch und Tomaten. Sieht auch nice aus. Fertig. Achtung, heiß. Danke. Ist das einfach nur so trocken? Ja, ich kann noch so wie noch Ketchup geben oder so. Ah, okay. Danke. Oder willst du Sesamsoße? Back home und über so einen Tag, wo man so ein bisschen mehr sich bewegt hat, macht sich das echt sehr bemerkbar in meinem Beckenboden oder Becken generell, also einfach Symphyse. Ich habe so Symphysenschmerzen. Und ja, man merkt halt einfach, dass der Bauch schwerer wird. Ich muss mich jetzt echt ausruhen. Oh, fuck. Simba, tut mir echt leid.
Simba war an deinem Leona-Brot. Ey, das ist so schlimm. Unsere Katzen haben echt keine Manieren. Die essen einfach vom Tisch. Ich hab's weggetan. Süß. Da auf der Theke. Sst, sst, sst. Als ob das was bringt. Ja, schmeiß ich's jetzt weg. Ich will jetzt angefressen. Ja, deswegen habe ich es auch weggetan, weil nicht, dass es dann weiter ist. Super. Danke, Katze. Ich esse auch dein Essen weg. Das ist gerade eine ganz unbefriedigende Situation. Hä? Das ist eine unbefriedigende Situation. Warum? Weil du hattest noch Hunger, oder was? Naja, irgendwie ja und irgendwie nein, aber es war vielleicht was ich in diesem Salbrötchen hätte. Wäre genau perfekt gewesen, ne? Nimm doch die halbe Banane vom Kühlschrank. Ja, egal. Hä, aber du magst doch sonst immer noch nur so halbe Sachen. Ja, wenn ich sie davor halb gemacht habe, bringe ich mal anderes. Wenn ich sie selber halb habe. Ich war ja heute beim Frauenarzt, ne? Und ich habe so ein bisschen erzählt, dass ich manchmal Schmerzen habe abends. Gerade so in dem Bereich. Und dann meinte sie, ja, es können ja auch Vorwehen sein. Und ich dachte mir, ich weiß gar nicht, wie sich Wehen anfühlen. Wie fühlt sich das an? Naja. Hast du noch einen Ohrwurm? S-O-S. Affenalarm. Zieh Stäbe raus. Aber pass gut auf. Da sitzen wohl Affen drauf. Und wenn sie fallen, ist es aus. Kommt euch das Lied bekannt vor? SOS, Affenalarm, zieh Stäbe raus, doch pass gut auf. Auf ihnen sitzen Affen drauf. Wenn sie fallen, ist es aus. SOS, Affenalarm, zieh Stäbe raus, aber pass gut auf. Da sitzen Affen drauf. Und wenn sie fallen, ist es aus. Du musst so singen. SOS, Affenalarm. Auf den Stäben sitzen. Nein! Falsch. Wie geht's? SOS, Affenalarm. Zieh Stäbe raus und pass gut auf. Auf die Uhr. Und danach sitzen Affen drauf. Und wenn sie fallen, ist es aus. Ist es gerade dein Lieblingsspiel? Also das wäre nicht mein Lieblingsspiel. Warum? Naja, das Aufbauen dauert voll lange. Okay, übertreib. Dann fliegen voll oft die Affen schon runter, bevor man überhaupt angefangen hat. Ja, weiß nicht. Dann ist es auch nicht so befriedigend. Weil wenn man dann musst du an einem Stab ziehen, dann ziehst du erst an den Stäben, wo keine Affen drauf sind. Ja, natürlich. Und irgendwann ziehst du an den Stäben, wo Affen drauf sind. Und dann weißt du, die fallen runter. Und wenn ja, dann mal... Ja, und der die meisten Affen hat, verliert. Ja, aber das ist so langweilig. Entweder du ziehst an leeren, wo nichts drauf ist, oder du ziehst an welchen, wo einer drauf ist. Ja, aber deswegen musst du ja an einem ziehen, wo... Du denkst, da sind wenige drauf. Naja, aber ich habe keine Ahnung, ist ja nicht so, dass auf jedem... Also, und dann sind manchmal welche ganz oben. Ja, dann ziehst einmal, denkst du, die bleiben hängen. Auf dem Weg nach unten, nee. Wenn du mal an so ein Ding mit 5 Affen ziehst, fliegen sie auch alle 5 runter. Also bei mir nicht. Ja, bei mir schon. Also ich finde es ganz unbefriedigend, das Spiel. Das ist so ein Spiel, wo man denkt, oh, das wird ein Spaß. Und dann denkst du so, nee. Also dafür, dass... dieses Spiel schon seit 20 Jahren existiert, glaube ich, dass ganz, ganz viele daran Spaß haben. Nee, das hat so einen Hype irgendwie durch die Werbung und so. Man stellt sich das geil vor. Das ist so ein Spiel, wo in den Gedanken richtig geil ist. Ich sag dann Tschüss für heute. Eliane ist jetzt im Bett und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder.